Hallo Musikfreunde, wer wie ich schon einige Zeit länger in der Musikwelt unterwegs ist, hat wahrscheinlich auch mit einem Plattenspieler das Musikhören angefangen. Kurze Zeit danach kam der CD-Spieler auf und wurde lobgepreist als die neue Klangqualität, der neue Bedienungskomfort etc. pp. Wir haben dann festgestellt, dass gerade in den Anfangsjahren des CD-Spielers die Digitalsektion nicht unbedingt klanglich das Beste war. So sind einige wiederum zur LP zurückgegangen. Und wir stellen seit ungefähr 2010 fest, dass es wirklich eine richtige Renaissance der LP gibt. Man mag einfach diesen warmen Sound, ich sag mal, den die LP liefert. Und die Industrie war dann auch nicht untätig und hat dann direkt auch das Thema Streaming nachgeschoben, sodass man so hier sehr komfortabel bedienen mit einem Tablet zum Beispiel bis zu 90 Millionen Titel direkt abrufen kann vom Server des Streaming-Anbieters und das auch noch teilweise mit höherer Wortbreite bzw. höherer Auflösung. So, das ist dann der Punkt gewesen, wo einige schon das Totenlied der CD angestimmt haben. Wir sehen auch jedes Jahr, dass die Abverkäufe der CDs sinken. Und man könnte jetzt mutmaßen, es wird noch eine gewisse Zeit dauern, dann ist die CD und der CD-Spieler vom Markt verschwunden. Ich würde das sehr bedauern, weil wenn ich einen richtig guten CD-Spieler habe, das Setup des CD-Spielers und der Anlage sehr vernünftig mache, dann sind wir in der Lage, auch mit der CD, ich sage mal, auf gleicher Ebene zur LP oder wegen meiner auch zum Streaming Klangqualität zu genießen. Aber es ist wirklich davon abhängig, einen richtig guten CD-Spieler zu haben und das richtige Setup zu machen. Eines dieser Produkte, das diesen Anspruch auch erfüllt, ist der Lector CDP 707. Das ist ein Gerät aus Italien und ich würde einfach mal es so beschreiben, er ist fast schon ein CD-Spieler mit analogem Anspruch. Schauen wir uns das Ganze doch mal an. Der Lector CDP 707 wird gebaut von Lector Strumenti Audio in Italien. Der Entwickler ist der Claudio Ramagnoli. Wenn ich mal das Gerät im Kern beschreiben möchte, dann sind da eigentlich drei Kernmerkmale, die seine Qualität deutlich unterstreichen. Das erste ist eine analoge Röhrenausgangsstufe. Das zweite ist ein ausgelagertes, separates Netzteil. Und das dritte ist insgesamt betrachtet eine sehr aufwendige Technik mit einigen Kniffen für eine sorgfältige Signalaufbereitung und auch Signalführung, die der Klangqualität sehr zuträglich sind. Optisch ist der CDP 707, wie ich finde, sehr gelungen. Er hat ein wertiges, massives Gehäuse mit Acrylfront und Acrylapplikationen auf dem Gerät. An der Seite hat er entsprechende Seitenteile aus Acryl oder auch wahlweise aus Holz, die sind aber aufpreispflichtig. Zum Lieferumfang gehört eine IR-Fernbedienung, die ist aber von der Beschriftung finde ich etwas unlogisch, man vertut sich recht häufig, ist vielleicht eine Frage der Gewöhnung. Man kann aber hingehen, und das ist vielleicht wirklich eine interessante Option, auch optional mit Aufpreis dazu kaufen, eine wertige Metallfernbedienung, die in der Bedienung einfach sauber in der Hand liegt und auch das Gerät gut bedient. Wenn wir mal den Preis des Lector CDP 707 nehmen, dann kostet er inklusive dem separaten Netzteil 4.400 Euro. Die Seitenteile optional in Holz oder Acryl schlagen mit 200 Euro zu Buche. Und wenn ich dann sage, ich möchte nicht die normale Fernbedienung, sondern die optionale Fernbedienung, bin ich nochmal 200 Euro los.
Nun kann man natürlich sagen, ja, da kommt natürlich einiges zusammen, ja, das ist richtig, aber auf der anderen Seite ist das ja auch eine Anschaffung, die sicherlich für längere Zeit gedacht ist. Schauen wir uns mal die Technik und die Dinge etwas mehr im Detail an. Der CDP 707 basiert auf einem Lasermechanismus, der in einem Vollaluminiumgehäuse untergebracht ist. Das Laufwerk hat eine stabile Spezialgummiaufhängung zur Reduzierung von internen und externen Vibrationen. Das Display ist sehr groß gehalten, um eine einfache Ablesbarkeit auch auf Entfernung, sprich also am Hörplatz, sicherzustellen. Das Display kann gedimmt werden oder kann auch per Fernbedienung einfach abgeschaltet werden. Schauen wir mal auf die Digitalsektion. Hier haben wir zwei PCM 1704 von Texas Instruments, was sicherlich schon mal eine gute Voraussetzung ist, um auf der digitalen Seite hohe Klangqualität zu generieren. Die Ausgangsstufe ist eine reine Class-A-Ausgangsstufe ohne Halbleiterbauelemente im Signalweg, sprich also keine Transistoren. Nur ein einziger Kondensator ist im Signalweg, was sicherlich nochmal die Bemühungen um die hohe Klangqualität deutlich unterstreicht. Mehrere Stromversorgungsschaltungen im Gerät für alle elektronischen Sektionen sind mit einer entsprechend großen Kondensatorreserve ausgerüstet, um auch hier, ich sag mal, beste Voraussetzungen zu schaffen. In der Ausgangsstufe sitzen zwei selektierte rauscharme Röhren, nämlich die 12AT7-ECC81. Die werden hergestellt bei JJ Electronics in der Slowakei. Im Lieferumfang ebenfalls ein magnetischer Puck mit drei Neodym-Magneten, damit die CD auch ordentlich angepresst wird. Das Gehäuse besteht aus strang gepressten Luftfahrtaluminium, und wenn wir uns das Ganze von unten anschauen, hat man da auch schon weiter gedacht. Da sind drei Gerätefüße, die Aufnahmen für Spikes haben. Dieses Spike-Set kann man optional bestellen oder auch letztendlich anderweitig sich besorgen. Diese Lösung empfehle ich aber nicht, weil es gibt hier sicherlich eindeutig bessere Gerätefüße, die für eine bessere Resonanzableitung sorgen. Etwas ungewöhnlich für einen CD-Spieler ist, dass dieser CDP 707 serienmäßig keinen Digitalausgang hat. Optional ist er dazu zu bestellen. Ramagnoli empfiehlt aber, wenn man darauf verzichten kann, sollte man das tun, weil dieser Digitalausgang wiederum auf das klangliche Konzept Auswirkungen hat. Und deswegen mag jeder für sich selber entscheiden, ob er den braucht oder ob er den entsprechend nicht braucht. Ebenfalls zu den Optionen gehört Folgendes. Beigepackt ist im Lieferumfang das Netzteil PSU 3T und es gibt optional dazu das Supernetzteil, das PSU 7T. Das ist schon deutlich aufwendig gemacht, hat aber auch seinen Preis. Es liegt bei 2.800 Euro. Das mag man im ersten Moment schlucken und sagen, das ist aber gemessen an dem Gesamtpreis schon ganz schön viel. Ja, das ist richtig, aber es ist wirklich sehr, sehr aufwendig gemacht. Und ich werde es in einem anderen Video nochmal kurz besprechen. Und ich kann aus meiner Erfahrung heraus dieses PSU 7 wirklich nur empfehlen. Es bringt klanglich nochmal deutlich, deutlich mehr. Der CDP 707 ist handgefertigt in Italien. Das bedeutet auch, wir müssen ungefähr 3 bis 4 Wochen auf die Lieferung von dem CDP 707 warten. Darauf muss man sich entsprechend einstellen. Soweit zu den Details. Jetzt gucken wir uns doch mal an, wie klingt der denn eigentlich? Ja, wie klingt denn der Lektor CDP 707? Zuerst muss ich erstmal sagen, der Lektor
hat keine Vorlieben für bestimmte Musikgenres. Egal ob Klassik, Jazz oder Pop, der Lektor inszeniert die Musik in einer Natürlichkeit, das ist schon ja, wirklich faszinierend. Und da kommt kein Gedanke auf an digitalem Klang. Es ist diese Wärme im Klang, die mich einfach ja, wirklich so verblüfft. Da ist kein Strom von expliziten Details, die bald ermüden und mich dann nach Wärme und Musikalität sehen lassen. Nein, der Lektor spielt mit einer Leichtigkeit von den Lautsprechern, sodass auch feine Details und Raffinesse, selbst winzige Details hörbar sind. Und auch Bass und der Bass ist fest und klar. Und die Klangbühne und Bildgebung sind einfach schon, ich würde mal sagen, holographisch und mühelos. Da ist keine übertriebene Analytik. Da sind Stimmen und Instrumente, die fest im Raum, im Klangbild positioniert sind. Das ist so, erkennt keine Härten oder überzogene Helligkeit. Das ist dem Lektor vollkommen fremd. Das Timing in der Musik vor allen Dingen stimmt. Das Klangbild ist homogen, da ist nichts irgendwie seziert oder auseinanderfallend in der Form. Die Bühne füllt den kompletten Raum hinter den Lautsprechern. Es entsteht wirklich eine ja, tolle Atmosphäre. Anders kann ich es gar nicht ausdrücken. Stimmen haben eine Plastizität, das ist einfach frappierend. Ja, wenn ich so eine Ella Fitzgerald höre, Aufnahme von 1959, dann habe ich das Gefühl, die steht wirklich leibhaftig im Raum. Das ist dermaßen plastisch, wie die da wirklich singt und steht. Einfach, ja, einfach faszinierend. Also der CDP 707 ist ein CD-Spieler, ich würde mal sagen, der kann analog. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe in den letzten 35 Jahren keinen CD-Spieler gehört, der mich wirklich so abgeholt hat und auch, ich sag mal, dermaßen begeistert hat. Und ja, das würde ich mal sagen, ist von der klanglichen Seite her auch in diesem Preissegment wohl wirklich schwer zu toppen. Nach dieser klanglichen Beschreibung fällt mir natürlich das Fazit zum Lektor CDP 707 nicht schwer. Der Lektor ist ein wirklich hochinteressanter CD-Spieler, der einen beim Hören ja letztendlich vergessen lässt, dass es ein CD-Spieler ist, weil er bringt die Musik in den Raum. Es ist einfach schon faszinierend. Also wer noch über einen Fundus an CDs verfügt und diese auch zukünftig gerne nutzen möchte und auf hohem Niveau Musik hören möchte, dem kann ich einfach nur den Lektor CDP 707 ans Herz legen. Natürlich ist er nicht aus der Portokasse zu bezahlen und auch wenn das Portemonnaie momentan gerade sagt, das geht nicht, dann macht es doch Sinn, ich sage mal, vielleicht auf dieses Gerät anzusparen. Aber vor allen Dingen, es macht Sinn, es sich einfach mal bei einem guten Fachhändler anzuhören und ich hoffe, der hat auch da eine gute Präsentation, dass das rüberkommt, was ich hier gerade geschildert habe. Weil mit dem Lektor, glaube ich, kann man richtig Freude haben und da kann man wirklich glücklich werden.